Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Anno 2205. Ja, heute mit Facecam bedeutet, ihr könnt mich hier irgendwo in einem Bild sehen. Ich habe gedacht, ich mache das mal zur Abwechslung mit heute, weil ich von Dings auch mit aufgenommen habe, Black Ops 3. Und ich hatte nicht wirklich Bock, es umzustellen, um ehrlich zu sein. Und ich fand es auch relativ cool, als ich mir das Videomaterial angeschaut habe. Schaut cool aus, finde ich, unten in der Ecke. Ja. Lasst uns mal hier das Problem lösen. Mir ist nicht was aufgefallen. Und zwar, als ich vorhin mal in die Routen reingeguckt habe, wir transportieren bloß 2 Neuroimplantate zu unserer Hauptbasis. Haben wir gedacht, okay, schauen wir mal, wie viel wir das vergrößern können. Wir können das auf fucking 20 verhöhen. Okay, Leute. Sortiere Daten. So. Jetzt gehen wir in unsere Hauptstadt. Alles installiert. Probier es aus. So. Journey to upgrade, blablabla. Okay. Lassen wir das hier so ein bisschen laden. Ich könnte die aus dieser 15 auch runtersetzen, aber naja. 100% kommen. Nice. So. Okay. Bedeutet, im Grunde sollten wir genug Neuroimplantate haben. Oh, ja, und wir können upgraden. Woo! Bedeutet, das hier scheint eher so das Main-Teil zu sein von unserem Körper. Danke für diese Gelegenheit. Nice. Und großartig. Alles läuft nach Plan. Schon bald werden sie die letzte Grenze überschreiten, wie man so sagt. Ich habe gehört, dass John Rafferty bereits die Pläne für die Startrampen überarbeitet. Folgen Sie seinen Anweisungen und setzen Sie die Pläne um. Wow, du sorgst für Aufsehen. Viele wichtige Leute hätten gern deine Unterstützung. Also diejenigen an den wirklich entscheidenden Stellen. Denk darüber nach. Okay. Und ich bin gekommen, um hier zu leben. Was für ein Glück! Ach, guck an, das kostet auch noch... Achtung, oh. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Mit welchen? Luxuskost. Oh, muss ich das jetzt schon herstellen? Ups. Warte mal. Manager, oh Gott. Oh mein Gott. Projektstatus, es gibt viel für Sie zu tun. Holy shit. Bedeutet, ich brauche jetzt Rindfleisch und Wein. Wo brauche ich hier hin? Und den Wein, ich brauche irgendwo einen Bereich, wo ich... Den brauche ich jetzt mal hier hin. So. Und um was meckert der, dass wir keinen Transport haben, oder? Oh, und der braucht wiederum Soja. Okay, verstehe. Bedeutet, Soja bauen wir wiederum dann hier. Nee. Lass uns das hier anbauen. So. Und dann brauchen wir natürlich die ganz normale Produktion. Die kommt nach hier drüben. So. Und es liegt am Fleisch. Leute, wir können auch eine kleine Farm. So klein ist die jetzt aber wirklich nicht. Dann kriegt das Ding noch eine Sojafabrik dazu, wenn ich die hier vorhin bestellen kann. So, jawohl, hier. So gut passt. Sieht schon echt cool aus, finde ich. Arbeitskraftwartung, okay. Du hast deinen Laden gut im Griff. Schön für dich. Ja. Bauoptionen erweitert. Ich habe meinen Laden im Griff. Jetzt fehlt es wieder am Wein. Das finde ich aber auch. Das ist voll das coole Ding. Kann man sowas in echt bauen? Ich wäre da voll dafür. So. Wein. Schau, wie geil das ausschaut. Das sind einfach solche fucking Türme, die im Kreis sind. Wie geil das ausschaut. Was ist das? U-Bahn erfüllt die Bedürfnisse auf Mobilität. Platzieren Sie in der nahen Wohngebäude, um dieses zu... Oh Gott im Himmel! Silizium. Flachsplantage. Mikro... Oh Gott. Okay, was? Verbessere den Raumhafen mit einer Strafe. Okay. Verbessern. Du hast was drauf, so viel steht fest.
Jetzt bin ich gespannt. Okay, das war's von unserer Seite. Jetzt müssen wir die Startrampe nur noch einweihen. Ich bin gespannt. Sie haben den Mann gehört. Die Systeme sind bereit und die Shuttles in Position. Starten Sie den Countdown. Ja, wie denn? Das baut ja noch. Komm, ich will loslegen. Komm schon. Ich will loslegen. Hopp, 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 hopp. Komm schon. Ich bin vor so ein bisschen besser hinlegen. Komm schon, will loslegen. Nein, nicht reinfallen. Das geht doch kaputt. Das ist teuer. Weißt du, wie viele Wochen ich da dran baue? Da ist es. Drei, drei, eins. Raumhafenerweiterung genehmigt. Ja. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Woohoo! Mondmission startet. Das ist sogar meine Stadt. What? Mond willkommen! Ein historischer Moment. Die ganze Welt schaut zu Ihnen auf. Phase 3 hat begonnen. Die zweite Welle ist auf dem Weg zum Mond. Sie haben einen weiten Weg zurückgelegt. Aber es liegen immer noch 250.000 Meilen vor Ihnen. Ihre Kolonisten erwarten Ihre Befehle. Ich kann das System noch verbessern. Da fehlt nur etwas Feinkalibrierung. Mir egal, ich will... Und seien Sie vorsichtig. Soweit wir wissen, hat die Orbital Watch die meisten Kolonien der LEC übernommen. Da oben sind sie auf sich alleine gestellt. Ist ein Mondhügel umgeben mit kleineren Kratern, an deren Seiten einen tiefen Spalt macht. Macht ihn schwer befahrbar, doch bietet er genug Platz für alle, die eine neue Heimat suchen. Holla, der hat viele Kraterbauplätze. Arbeitskraftprojekt. Meteoriteneinschläge haben diese drei unförmigen Krater entstehen lassen, die als Iumova-Krater bekannt sind. Möglichkeit zum Bergbau und seltene Ressourcen aus locken Kolonisten. Das Mare-Regtum bildet einen fast perfekten Kreis mit einem einsamen Berg in der Mitte. Es ist eine atemberaubende natürliche Formation. Es gibt Leute, die lautstark fordern, es für zahlende Besucher zu öffnen. Ornamentenprojekt, Projekt seltener Rohstoffe, Arbeitskraft. Ehrlich, hier ist so viel Platz. Und es würde mich jetzt interessieren. Obwohl, das ist natürlich auch cool, ne? Seitens der Global Union können Sie gern in andere Sektoren expandieren. Es ist wohl an der Zeit. Ja, ich stress mich nicht! Das sind 24, 61 Hektar und Projekt seltene Rohstoffe. Hier ist. Oh, komm. Ich verstehe noch nicht genau, wie es funktioniert. Sie haben Phase 3 des Mondlizenzierungsprogramms begonnen. Jawohl! Ihre Shuttles sind in dem ihnen zugewiesenen Siedlungsgebiet eingetroffen. Sie müssen dort eine Mondkolonie gründen und mit der Helium-3-Extraktion beginnen. Ihr Hauptziel ist die Entwicklung eines stabilen Fusionsreaktors. Weitere Informationen. Feindliche Aktivitäten in der Nähe Ihres Siedlungsgebiets entdeckt. Seien Sie vorsichtig. Ich will nie schon wieder kämpfen. Dafür bin ich doch von der Erde weg. Der Dritte Weltkrieg war auch nicht schön. Oh, Spiel. Lahm. Komm, beruhig dich mit den FPS. Lad lieber den Mond. Der ist jetzt gerade extrem lahm. Und? Jawohl, jetzt müssen wir abpassen. Jawohl. Da sind sie also. Der Mond. Ihr ganz persönliches Stück davon. Fakt ist, dass dieser Sektor immer wieder von Meteoriten getroffen wird. Ihre Bruchstücke können als Quelle für seltene Elemente aus dem All dienen. Okay.
Aber machen wir nicht den zweiten Schritt vor dem ersten. Die Errichtung einer Mondbasis sollte jetzt ihre einzige Priorität sein. Jetzt geh nochmal zurück. Geiles Auto. Boah, wie krass ist das denn? Die Sicherheitsvorkehrungen erfordern, dass sie Mondkolonien nur in Kratern errichten. Sie bieten den besten Schutz vor kosmischer Strahlung und Meteoreinschlägen. Ich weiß, wo ich mich hinbaue. Volle Kraft voraus. Punkte sind das Baugräben? Ich mag mich hier hinbauen. Da. Da. Volle Kraft voraus. Hä? Oh, und da gibt es bestimmte Positionen. Schuldnerinfo. Alle Verbindlichkeiten beglichen. Hä? Alle Verbindlichkeiten beglichen? What? Hä? 7000 plus? Nee, weißt du was? Wir fangen erst mit dem hier an. Sind unterwegs. Weil der ist kurzer Weg zu unserer Base hier. Wow. Sternhagel hier. Ja, ist gut. Koordinaten bestätigt. Kann ich denn das beanspruchen? Oh, ich brauche mehr Credits. Ah, das haben wir gleich. Komm schon. Jetzt vielleicht mehr Geld sparen sollen, kann es sein? Kann ich nicht irgendwie vielleicht... Ich nehme sie beim Wort. Ja, ich kann nicht immer für alle da... Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Hä? Okay. Interessiert mich gar nicht. Mir geht's eher gerade darum, dass es gleich... Boah. Also hier wäre natürlich auch... Das hier so gerade auffällt, schaut aus wie ein riesiger Fußabdruck, oder? Was ist das? Kameramodi? Oh, ist das schön. Ja, ist gut. Da steht mein Auto. Das wird jetzt sogar richtig angezeigt. Wie geil ist das denn? Wie cool ist das denn? Das komplette Kamera, falls es mir noch nicht offen. Ja, reicht schon. Ich muss es nicht jetzt leisten können. Du hast Nerven, uns auf unserem eigenen Gebiet herauszufordern. Mir doch egal. Gut. Du wirst lernen, dass man meine Warnungen nicht in den Wind schlagen sollte. Mir egal. Mir doch voll egal. Mir egal. Edge. War nur noch ein Kolonist. Ups. Ach, das ist mein Schild, genau. Alter, der kostet ja extrem viel, der Bau hier, Alter. Jetzt weiß ich, wieso die Kamera verknüpft, Leute. Ja, wer bist denn du? Schön, Sie zu sehen. Ich habe ein Angebot von Cassian Industries für Sie. Haben Sie Lust, nach den Sternen zu greifen? Und wie? Der Mond ist voller Meteoritenkrater. Natürlich ist das ein Albtraum für alle, die dort leben, aber warum machen wir nicht das Beste daraus? Die Mineralien, die wir abbauen, könnten sich als nächster wichtiger Rohstoff erweisen, von wissenschaftlichen Entdeckungen ganz abgesehen, auf die sogar Ibarra Foxcom eifersüchtig sein wird. Cassian Industries möchte Ihnen diese einzigartige Gelegenheit zur Zusammenarbeit anbieten. Wir werden als Erste das entdecken, wonach die Menschheit in der Zukunft streben wird. Ja, bin ich dabei. Bringt bestimmt viel Kohle. Da drüben ist ein Meteorit, der weiß leuchtet. Das ist voll geil aus. Das ist ein zerstörbares Objekt. Okay. Jetzt kann ich aber hoffentlich ein Haus bauen, oder? Ja, ich kann. Jetzt sehe ich mir die Kohle. Ein kleiner Schritt für mich. Den Rest können Sie sich denken. Ja, kann ich mir denken. Lol. Liefert Titan zur Weiterverarbeitung. Wow. Was ist denn das? Alter, das ist groß. Holy fuck. Und Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Was muss ich? Ja. Wo? Die wollen verjüngen. Oh. Nee, jetzt muss ich auch noch anfangen, dann zu liefern. Ihr habt doch alle Vogel. Das schaut cool aus. Mach mich nicht eifersüchtig. Postkarten.
Boah, geil. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Hallo, kleine Mutter. Hallo. Hallo. Wie geil ist das denn? F1 soll ich drücken. Okay. Boah, das ist ja voll krass. Ich kann. Nein. Wichtig: Sauerstoff. Wow. Wow. Holy shit. Wow. Wow. Das ist krass. Wow. Wow. Kann mich jemand verstehen, wenn ich sage, ich kriege jetzt gleich einen Grafikorgasmus? Ach, guck mal, damit kann ich dann sozusagen die erweiterten Schutzschilder aufbauen. Okay, weil ich baue ja dann hier hin. Da, wo ich dann wieder abbaue, noch ein weiteres Schutzschild. So, oh, komm schon, mach weiter. Ich mach's noch ein wenig in dieser Folge noch schnell das Ding fertig machen. Wartungsstation. Oh. Das Spiel ist einfach cool. Gebt euch das. Und ihr echt, das ist ja voll übel. Ach, jetzt komm schon. Jetzt kriegt ihr doch noch hin, oder? Komm schon. Ich wollte es den Leuten in dieser Folge noch zeigen. Wow. Das ist voll übel mit diesen Meteorschlägen. Das ist einzigartig, würde ich sagen. Ich hoffe, die Leute hatten ja voll. Jetzt wollen wir mit Sauerstoff blockieren. Genau gegenüber. Sauerstoffanlagen. Für das Überleben ihrer Astronauten sind sie von entscheidender Bedeutung. Deswegen habe ich es auch gemacht. Mit 9000 kann ich mir dann. Jetzt muss ich mir das verlinken, wo ich dann hinbaue. Da. Zitatblatt. Und den kann ich auch zerstören. Und da kriege ich auch was raus. Und da unten ist auch was, was ich zerstören kann. Gebt euch einfach das. Das ist krass. Okay, Leute, aber ich überziehe schon wieder übelst. Das Spiel einfach episch geil. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich riesig über ein Like freuen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.